Hier komme ich zu meinem coolsten Flugmodell. Klappt das mal auf. Und ja, werden hier mal den Fernbedienung einwerfen. Wichtig nochmal, die Position habe ich hier auf Kanal 6. Hier schalte ich es ein. Hier glaube ich Go Home. Hier kann ich GPS schalten. Ich glaube, hier war Go Home. Und kann das GPS auch aktivieren, das Ganze hier. Und wir schalten es einfach mal hier auf GPS. Hier müsste ein 4S ist das Akku. Wir müssen erstmal hier rein basteln. Schnell muss ich hier feste machen. So, ganze Piepsen hier, das ist schade, es gibt keinen Schalter hier. So, und ich habe hier kann mir erstmal einen Test machen hier, rauf runter. Hier passiert noch nichts. Und ich kann hier den GPS ausschalten, GPS ein. Und hier müsste ja, glaube ich, erstmal anlaufen, müssen, ob was passiert. Ja, sofort hat es los. Ach, Licht kann ich da ein ausschalten. So, jetzt GPS gefunden. Fliegt aber wirklich hier. Ja, meine Nähe. Folgt hier stehen hier. Und jetzt schalte ich mal GPS aus. Dann muss ich das GPS hier mit hier Gas geben. Er fliegt natürlich jetzt viel agiler hier. Wollte ich hier bewusst Gas geben hier und schalten wir aus. Angegangen hier, GPS-Modus. Wo es das piept so, weil es kein GPS mehr hat oder die Spannung runter ist.
Okay. Da hat er jetzt kein GPS gefunden, weil er so blinkt. Er geht schon krass ab hier. Schön fliegen mit dem Teil, macht richtig Spaß. Wie gesagt, wenn der da kein GPS gefunden, wo man so blinkt, dann wenn er loslassen hier. Ja. Coming home Taste hier. Er kommt zurück. Jetzt macht. Dreht sich. Und kommt jetzt langsam runter her. Das ist jetzt coming home. Also warum flackert er so? So, jetzt flackert er nicht mehr. Und das mit dem GPS war nicht ganz in Ordnung.
Okay. Cooles Gerät. Hier steht's in der Luft. GPS. Und ja, cooles Teil hier, gefällt mir richtig gut und ciao, dann bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn die Spannung runter ist, dann macht er auch ein Geräusch. Was cool wäre, wenn hier irgendwie ein Außeneinschalter drin wäre. Das hat er leider nicht. Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber sonst passt das alles. Ciao dann.